Ja, herzlich willkommen. Ich werde in Zukunft immer sehr, sehr langsam sprechen, deswegen der Hinweis für die, die es nicht wissen. Hier gehen Sie bitte drauf, zum Beispiel unter dem Video befindet sich hier ein Zahnrädchen. Da brauchen Sie nur draufklicken, Wiedergabegeschwindigkeit und stellen Sie das Ganze dann gerne auf 2 ein und dann ist es so schnell, dann stört das Sie nicht mehr, dass ich so langsam spreche. Ja, bitte das jetzt in Zukunft machen. Na, immer. Ja, Sie sind hier beim einzigen Ort der Wahrheit in der Welt. Auf der gesamten Erde gibt es leider nur diese eine Instanz, wo Sie die naturwissenschaftliche Kombi-Wahrheit aus Physik plus Chemie plus Biologie inklusive aller Varianten von Psychobiologie und Soziobiologie und so weiter haben. Also alles, was Menschen betrifft und Leben betrifft und so weiter, und haben sie hier versammelt und eben die ganzen pseudowissenschaftlichen Aspekte nicht sozusagen. Ja, und hier in dieser Sendung, die wissenschaftliche Tagesschau heute, sind ja, haben Sie gemerkt, einerseits die Kurznachrichten, also die Tagesschau zusammengefasst, und dann haben wir auch immer in der Sendung, also zusammengefasst, also in ARD und ZDF sind ja Heute und Heute Journal getrennt und Tagesschau und Tagesthemen getrennt. Hier sind sie zusammen immer, ja? Also, und unsere heutigen Tagesthemen sind ja ganz besonders wichtig: Richard Davids Brechts Auftritt zusammen mit Christian Felber von der GWÖ, der Gemeinwohlökonomie, ganz großes Thema. Und so kommen wir alles nachher dazu, ja? Und was die auch mit Noam Chomsky und Rainer Mausfeld eventuell an Gemeinsamkeiten haben. Aber immer wie immer zuerst unsere Kurznachrichten und die immer sozusagen mit unserem Tagesbild, ja? Ja, Kurznachrichten. Also, Wirtschaftswunder. Daten führen dazu, dass jeder Verdienende immer das Wohl der gesamten Gesellschaft, der gesamten Volkswirtschaft im Blick hat. Also noch einmal, dieser Satz ist wichtig, weil es eine Kurznachricht ist, intern aus dem World Council, hier aus unseren Next Scientists for Future, dem Arbeitskreis vom Weltrat. Das ist eine interne Nachricht, Kurznachricht, die deswegen unheimlich wichtig ist, weil wir damit ja sagen, übrigens finden Sie ja immer unter jeder Sendung jetzt immer direkt die Quelle, also immer die Homepage direkt zum Anklicken von nextscientistsforfuture.de, abgekürzt nexts4f.de. Ja, also die Wirtschaftswunderdaten, wir sprechen ja immer davon, dass wir die Wirtschaft lenken müssen, also Markt und Arbeitsteilung dürfen nicht ungelenkt weiter Schäden anrichten, sondern müssen gelenkt werden in Richtung durch Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten, Wirtschaftswunderdaten und noch viele andere kleinere Steuerelemente ähnlicher Art mit der gleichen Zielsetzung sozusagen. Die Zielsetzung ist immer, dass jeder Teil der Gesellschaft Gutes tut für alle anderen Teile der Gesellschaft und dafür dann fürstlich belohnt wird. Und dazu gehört eben auch, dass jeder Teil der Gesellschaft motiviert sein sollte,
niemals Dinge zu tun, die die gesamte wirtschaftliche, volkswirtschaftliche Situation des Gesamtlandes oder Gesamteuropas oder Gesamtdeutschlands schädigen könnten. Ja? Und deswegen, wenn wir die Wirtschaftswunderdaten mit einbeziehen in die Verdienstzuschlagermittlung für jeden einzelnen Wirtschaftstreibenden, dann führt das dazu, dass auch, dass es irgendwie nicht mehr vorkommen kann, dass jemand versucht, sich zu bereichern, indem er die gesamte Volkswirtschaft schädigt. Ja, wir haben ja das Beispiel, unser Standardbeispiel, ja. Da bin ich im falschen Film. Hier haben wir ja unser Standardbeispiel. Das Standardbeispiel Gefährlichkeitsüberschätzung bei Corona. Da machen wir nachher auch noch eine neue Rechnung mit Schweden auf. Hier haben wir den ersten Früharzt der Evolution und Frühhändler. Und der sagt, oder beide getrennt, das können Sie machen, wie Sie wollen. Auf jeden Fall wird hier gesagt, ja, also. Wenn ihr euch weiterhin naturbelassen ernährt, naturbelassen lebt und liebevoll miteinander lebt, dann werdet ihr so starke Immunsysteme haben, dann braucht ihr mich eigentlich als Früharzt gar nicht und ich als Händler beliefere euch nur mit rein naturbelassensten, hochwertigsten Dingen, die so überall wachsen und so weiter. Ja? Eher so wie Ernten in einer Permakultur sozusagen. Ja? Und hier haben wir dann den ersten Früharzt und Frühhändler der Evolution, der sich irrt. Nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion musste es zwangsläufig dazu kommen. Es geht nicht anders. Evolution ist so, sie produziert immer Ungleichheit, also auch immer verschiedene Weltsichten und damit auch Irrtümer. Und dann ist es eben so, dass dieser Früharzt sagt, nein, also diese Krankheitserreger, die wir dann später Viren und Bakterien nennen werden, die sind total gefährlich und so weiter. Außerdem dürft ihr problemlos auch das ganze denaturierte, zu später Industrienahrung essen sozusagen. Die ist genauso gesund wie alles andere auch und so weiter. Dadurch essen sich die Leute krank, kriegen schwache Immunsysteme, brauchen ihn häufig. Er kann ihnen ganz viel verkaufen: Impfungen, Tests, Bestrahlung, Operationen, was auch immer, Chemotherapien. Und er verdient unendlich viel. Kann hier zwei Kinder ernähren, drei Enkel, zwei Urenkel und so weiter und daraus und wird quasi der Vorfahre von Drosten, Wieler und Lauterbach. Schluck Wasser. Das heißt also, aus naturwissenschaftlicher Sicht ist hiermit ausreichend belegt anhand des Naturgesetzes von Mutation und Selektion, dass sich notwendig gewinnbringende Irrtümer ausbreiten und genau genommen ja dadurch dann gewinnbringende, karrierefördernde und vorteilbringende Irrtümer ausbreiten mit dem Erfolg ihrer Träger, ihrer Virus-Mem-Träger, also der Viren des Geistes sozusagen, der Meme-Träger. Und das bedeutet also, dass dadurch dann zwangsläufig Medizin einen riesen volkswirtschaftlichen Gesamtschaden anrichten muss. Nun kriegen wir das ja in den Griff, schon allein mit der Wohlfühlstimme und den Gesundheitsdaten und den Langlebigkeitsdaten. Aber doppelt genügt besser, warum nicht auch noch die volkswirtschaftliche Rechnung mit reinziehen, also die Wirtschaftswundersituation in Deutschland und Europa mit reinrechnen, sodass dann auch wirklich nicht noch eine neue Nische gefunden wird, wie wieder eine Industrie quasi riesige volkswirtschaftliche Schäden anrichten kann und daran gut verdienen kann. Ne?
Also ist die Dazunahme der Wirtschaftswunderdaten einfach nur ein Vorgehen nach dem Motto, doppelt genäht hält vielleicht besser. Und die Wirtschaftswunderdaten für ganz Deutschland zu ermitteln, wird sowieso meines Wissens gemacht und ist deswegen gar kein Zusatzaufwand. Ne? Und dann, also, und deswegen jetzt der neue Kernsatz auch. Wirtschaftswunderdaten führen dazu, dass jeder Verdienende auch immer das Wohl der gesamten Volkswirtschaft im Blick hat. Und wir kommen ja nachher noch dazu, dass wer das alles, dieses Wohl der gesamten Volkswirtschaft alles überhaupt nicht im Blick hat, sondern eben Volkswirtschaftszerstörer wäre, sozusagen. Kommen wir ja bei den Tagesthemen genügend dazu. Ja, eine dreijährige Belgierin sei gestorben an Corona. Immerhin ist man bei der Nachricht so ehrlich, also auch GMX zum Beispiel oder so, wenn ich mich recht erinnere, immerhin so ehrlich, dass darüber gesprochen wird, dass diese kleine dreijährige Belgierin ernsthafte Vorerkrankungen hatte. Also das ist immer wieder gefallen, ernsthafte Vorerkrankungen. Ja, immerhin ehrlich, ne? Ja, unser gesamtes krankmachendes Ernährungs- und Gesundheitssystem führt eben auch zum Sterben bei Dreijährigen und außerdem kann es ja auch sein, dass es sich um eine genetische Mutation handelt, mit einem sehr schwachen Gesamtimmunsystem und so weiter. Und das kann dann auch sein, dass so mal jemand dann mit 3 Jahren eben noch stirbt, oder vielleicht die Eltern haben das Kind zu sehr mit Sakrotan geschützt, so dass es dann kein Training für sein Immunsystem hatte und deswegen ein schwächliches und untrainiertes Immunsystem aufwies. Auch das kann ja eine Rolle gespielt haben. Schluck Wasser. Ja, die Nachdenkseiten hatten wieder eine Sendung. Ja, wir waren ja noch so unklar, wie weit die doch auch verschwörungstheoretisch sein könnten. Wenn dann also nur, also in dieser Sendung zeigt es sich, dass sie, wenn dann dezent verschwörungstheoretisch sind. Ja, da wird dann darüber gesprochen, wie die Daten jetzt anlässlich des Corona-Lockdowns und der Corona-Maßnahmen, die Daten über Mitarbeiter dann irgendwie missbraucht werden könnten für irgendwelche bösen Absichten oder negativen Zwecke. Das ist auch eben wieder so ein bisschen dieses eben unterstellen, das ist nur so eine Art dezenter Nebel, och, die Welt ist böse und die Reichen und die Unternehmer sind potenziell irgendwie böse und potenzielle Missbraucher. Das ist nicht schlimm, verschwörungstheoretisch. Da gibt es ganz anderes. Das ist dezent. Aber es ist trotzdem so etwas, da steckt im Hintergrund schon so etwas wie ein tiefes Misstrauen, aber auch eine tiefe Ablehnung von Unternehmern, Leistungsträgern und so weiter mit drin. Und diese Grundhaltung schon ist mindestens in einer Hinsicht ein Irrtum. Nämlich da steckt der Irrtum drin, sozusagen, man könnte irgendwas Positives erreichen an gesellschaftlichen Lösungen, wenn man denjenigen, die die Macht in der Gesellschaft haben, also ich gehe mal auf unsere Bilder, also diejenigen, die die Macht in der Welt haben, unsere geliebten Politikkönige, Journalistenkönige und Königinnen natürlich, und Unternehmerkönige, Lobbyistenkönige,
und Konzernkönige und so weiter, als ob wir irgendwas erreichen würden, indem wir denen mit einem Vorschuss Misstrauen begegnen, immer ihnen alles jederzeit bereit, ihnen Böses zu unterstellen und böse Absichten zu unterstellen. Das ist einfach keine gute Gesprächsbasis, auch wenn es vielleicht im Einzelfalle ausnahmsweise auch mal richtig sein könnte oder der Wahrheit entsprechen könnte. Es ist einfach aus verhandlungstaktischen Gründen grundsätzlich schlecht, unseren Königen immer ans Schienenbein zu treten. Das kann nie zu etwas Positivem führen. Vor allem die, die gar keine bösen Absichten haben, sondern nur irgendwelche gewinnbringenden Irrtümer im Kopf haben, die können sich dadurch ja zu Unrecht beschuldigt fühlen. Und das kann nie zu positiven Verhandlungen führen. Also rein aus verhandlungstaktischen Gründen sollte man jede Form des Misstrauensvorschusses sozusagen unterlassen und lieber einen Vertrauensvorschuss mit in die Gespräche und Verhandlungen eingehen. Denn wozu kann der Misstrauensvorschuss am Ende führen, außer dass irgendwelche unsere fähigsten Leute in der Gesellschaft irgendwann wieder ermordet wurden, wie es in den gewaltsamen Revolutionen von links und rechts der Fall war, sozusagen, ja? Von linksextrem und rechtsextrem. Also es kann zu nichts führen, zu nichts Positivem. Von daher also dringende Empfehlung, nicht mit einem Misstrauensvorschuss an unsere Herrscher, unsere Könige heranzugehen. Ja? Und auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass die Erkenntnisse, dass eben die Menschen eben voll von gewinnbringenden Irrtümern sind und dass die meisten Menschen also denken, sie seien durch und durch gute Menschen, auch wenn sie gewinnbringende, karrierefördernde und vorteilbringende Irrtümer im Kopf haben und deswegen eigentlich Manipulateure oder auch faktisch gefährliche Manipulateure sind, ja, dann ist es aber doch so, dass sie selbst sich keiner Schuld bewusst sind. Einfach nur ein Mensch, der im Irrtum ist, meint es gut, tut nur Schlechtes, aber ist sich nie einer Schuld bewusst. Und so jemanden mit sozusagen Unterstellung böser Absichten zu begegnen, ist wieder keine gute Verhandlungsbasis, ne? Denn er ist sich ja gar nicht irgendeines Irrtums bewusst. Wer einen gewinnbringenden Irrtum im Kopf hat, Bill Gates wird ja oft erwähnt und so weiter, dass er vielleicht wirklich irrtümlich übertrieben glaubt, dass die Menschheit unbedingt Massenimpfungen bräuchte zum guten Überleben. Ja? Aber er kann doch nichts für den Irrtum. Er hat den Irrtum im Kopf, er irrt sich und er weiß doch gar nicht, dass er sich irrt. Also, und ihm jetzt irgendwelche Vorwürfe zu machen, kann doch zu nichts führen. Attila Hildmann, das kann ich ja schon mal vorziehen, hat ja zum Beispiel so die Frage gestellt: Was wäre, wenn Corona eine Lüge wäre? Ja, aber schon in der Verwendung des Wortes Lüge steckt ja der Schuldvorwurf drin, ja? Ein Schuldvorwurf drin. Und das ist eigentlich auch nicht erlaubt in Deutschland, sozusagen. Also er sollte eher sagen, ja, was wäre, wenn das Ganze ein Irrtum wäre? Und dann sind wir in der Realität, ja? Und deswegen, lieber Attila Hildmann, lassen wir uns doch darüber sprechen, ob es sich um ein gewinnbringende Irrtümer handeln könnte, die zwangsläufig in der Unterbedingung von ungelenktem Markt und ungelenkter Arbeitsteilung zwangsläufig entstehen müssen. Ja? So. Schluck Wasser. Übrigens, das muss ich noch kurz nachholen. Wir werden uns natürlich auch
dem Corona-Ausschuss nachher noch widmen. Da war die vierte Sitzung. Ja, in der Hoffnung, dass wir auch noch eingeladen werden mit unserer vier Professoren, Doktoren und so weiter Mannschaft auch eingeladen werden dazu. So, dann haben wir hier das Tagesbild wieder. Weiter geht's mit den Nachrichten, Kurznachrichten. Ja, wir machen die Schwedenrechnung noch mal ganz kurz neu. Also oder noch mal, weil ich ja sagen würde, hier wir von den Next Scientists for Future konzentrieren uns eher auf Schweden und Weißrussland, weil eben in Deutschland die Politik ja uns immer antworten würde bei allem, was da so diskutiert wird. Würde die Politik ja immer antworten. Schon unsere erste Erwähnung von Corona als möglicher Gefahr hat das Verhalten unserer Bürger so tiefgreifend verändert und danach auch das Verbot der Großveranstaltungen und so weiter. All das hat dann schon ganz von Anfang an das Verhalten unserer Bürger so vorsichtig werden lassen, dass sich daraus der Rückgang sozusagen der Corona-Schwerkranken und Toten daraus automatisch erklärt, gerade weil wir Politiker so gut reagiert haben und Corona so früh benannt haben. Gerade deswegen ist quasi nichts los in Deutschland. Aber nur deswegen und wegen uns, weil wir richtig reagiert haben. Und deswegen sollten wir Deutschland verlassen, weil dort mit den Daten alles unsauber und vermengt ist und irritiert ist. Und da kann man als Naturwissenschaftler keine klare Abschätzung mehr machen. Aber Schweden. In Schweden gibt es eindeutige Hinweise dafür, dass also in Schweden sozusagen das Virus fast völlig freie Hand hatte. Das konnte über die Schulkinder zu den Eltern in den Rest der Gesellschaft fließen. Es konnte über die Schulkinder zu den Lehrern und darüber wieder in den Rest der Gesellschaft fließen. Und es in den Altenheimen war ein unheimlich schlechter Schutz und so weiter, was die Schweden ja auch angegeben haben. Das heißt also, wenn wir jetzt sehen, wir haben 2018 hatten wir in Deutschland 25.000 Menschen, bei denen man vermutet, dass sie an Grippe gestorben seien. Jetzt stellen wir uns vor, dass wir jetzt in Deutschland 2018 so schlechte hygienische Verhältnisse wie in den schwedischen Altenheimen gehabt hätten, dann hätten wir wahrscheinlich sagen müssen, dass wir in Deutschland dann eher nochmal plus 10.000 Alte, also in Schweden wird ja gesagt, dass die Hälfte ihrer Toten in den Altenheimen gestorben seien wegen der besonders schlechten hygienischen Situation. Das heißt also in Deutschland, wenn wir die ähnlich schlechte hygienische Situation gehabt hätten, und leider kann man nicht genauer vorgehen als Naturwissenschaftler, als sowas vorsichtig zu schätzen, hätten wir wahrscheinlich 2018 mit 35.000 Grippetoten zu rechnen gehabt. Wenn wir uns jetzt nun vorstellen, dass wir jetzt in jedem Krankenhaus, bei jeder Blutabnahme, müssen wir davon ausgehen, dass immer ein Corona-Test mitläuft. Und der Corona-Ausschuss hat ja gezeigt, dass natürlich da eine ungeheure Menge auch an falsch positiven Tests möglich ist und so weiter. Aber wenn wir uns jetzt vorstellen, dass jetzt damals, also bei der Grippesaison, auch 2018 ganz viel, praktisch jeder im Krankenhaus auf Influenzaviren
getestet worden wäre mit all den auch möglicherweise falsch positiven Testergebnissen, dann sind wir ganz schnell, wären wir dabei gewesen, wenn wir solche Aufmerksamkeit also auf das die Influenza-Viren gelegt hätten, wären wir wahrscheinlich sehr schnell nochmal mit circa 15.000 Sterbefällen konfrontiert gewesen, bei denen Influenza als Todesursache angegeben wurde, obwohl sie vielleicht an Krebs oder an Herzinfarkt oder an anderen Dingen gestorben wären, faktisch, aber dadurch, dass man den Fokus auf den Influenza-Test gelegt hätte und ihm dann also sozusagen, wenn der Test positiv irgendwann ist, wird dann auch als Todesursache eingetragen Influenza, dann hätten wir eben auch Deutschland 2018 leicht auf die Zahl 50.000 Influenza-Tote kommen können. Und dann, jetzt wäre diese Zahl ungefähr vergleichbar mit der heutigen Corona-Situation, denn in Schweden liegt ja auch die gesamte Testaufmerksamkeit und ich vermute, dass in Schweden auch jeder, dem Blut abgenommen wird im Krankenhaus, mit dem Corona-Test getestet wurde und so weiter. Und dadurch haben wir dann sozusagen, müssten wir in Schweden hat nur ein Achtel der deutschen Bevölkerung, teilen wir also durch 8, hätten wir also 6.250 Tote bei, wenn es sich um eine kräftige Grippe gehandelt hätte. Also Corona hätte die gleiche Durchschlagskraft wie eine kräftige Grippe, hätten wir 6.250 Tote zu erwarten gehabt. Noch ist es ja alles nicht zu Ende, aber in Schweden haben wir im Moment 5.500. Also das liegt in einer ähnlichen Liga alles zusammen, so dass man sagen könnte, naturwissenschaftliche Schätzung wäre, Corona hat die Durchschlagskraft möglicherweise einer kräftigen Grippe, wenn man wirklich alle diese sozusagen angeblich als Corona-Tote sozusagen benannten Personen wirklich nun mal als echte Corona-Tote sozusagen mal nehmen würde, was ja gar nicht sicher ist, aber sozusagen, ja. Und wenn wir uns jetzt klar machen, dass zum Beispiel jetzt in Schweden eben nicht, jetzt gehe ich mal auf die jetzige Zahl von Schweden, ist also ungefähr 5.500 angebliche Corona-Tote, ja. Ja, wenn wir das jetzt mal 3 nehmen, ja, dann hätte immerhin das Virus vielleicht eine dreifache Durchschlagskraft einer kräftigen Grippe. Dann hätten wir aber eigentlich in Schweden jetzt schon 1.800 Corona-Tote haben müssen. Sagen wir mal eine neunfache, also dann müssen wir nochmal mit 3, also eine neunfache Stärke, dann sind wir ja da stimmt doch was nicht. Ach, ich habe aus Versehen durch 3 geteilt. Also 5.500 mal 3, da habe ich mich wohl vertippt hier. Also da hätten wir dann 16.500 Tote in Schweden erwarten müssen, bei einer dreifachen Durchschlagskraft eines Grippevirus hätten wir in Schweden 16.500 Corona-Tote erwarten müssen. Wenn man das dann nochmal mal 3 nimmt, dann mal 3, dann sind wir bei neunfache Durchschlagskraft, hätten wir jetzt also schon 50.000 Corona-Tote in Schweden erwarten müssen und nicht 5.500, ja? Ja, und wir sind jetzt aber immer noch unendlich weit von der Durchschlagskraft einer Grippe, einer Pest entfernt, was in Schweden 33 Millionen bedeuten würde. Also gehen wir mal hin und sagen mal, also der Faktor zehnfache Durchschlagskraft, dann wären wir ja bei 5,
und 50.000 Toten in Schweden. Dann mal 10, dann sind wir beim Faktor hundertfache Durchschlagskraft, sind wir bei 550.000. Das wäre die hundertfache Durchschlagskraft. Und erst bei einer, wieder nochmal mal 10, bei einer tausendfachen Durchschlagskraft von Grippe wären wir in der Liga Pest. Also 5,5 Millionen, das wäre schon, Pest soll angeblich zwischen 30 und 60% der Bevölkerung hingerafft haben. Da wären wir jetzt ungefähr in der Größenordnung fast 50% der Bevölkerung. Ja? Also dann sind wir in der Liga Pest. Also jetzt teilen wir das nochmal durch 1000, damit wir das nochmal nachprüfen. 5,5 Millionen Tote würde die Pest, Liga bedeuten. Wir teilen das durch 1000. Dann sind wir bei unseren schwedischen 5500 Corona. Dingen. Also das heißt, da sind noch ganz viele Ligen dazwischen, sozusagen. Also es gab also Erreger, die schon zumindest mal, egal welche Umfaktoren da eine Rolle gespielt haben, geschwächte Immunsysteme, schlechte Ernährung, schlechte hygienische Situation, aber es gab schon mal Situationen, wo jedenfalls die Durchschlagskraft von einem kleinen Tierchen sozusagen in Richtung des Faktors 1000 größer war als jetzt bei Corona. Ne? Und da liegt ja dazwischen Faktor 100, Faktor 10 mal, ja. Und da sehe ich als Naturwissenschaftler kein Argument für irgendeinen brutalen Lockdown, der dann wieder eigene Schäden anrichten kann, sondern das hätte man einfach akzeptieren sollen und hätte eigentlich auch in Schweden besser wahrscheinlich überhaupt keine Maßnahmen getroffen. Denn wir wissen ja nicht, wie viele von diesen 5.500 vielleicht Maßnahmenfolgetote sind. Ne? Also von daher hätte ich also eigentlich gesagt, Weißrussland mit seiner Tendenz, Corona vollständig zu ignorieren, lag ganz richtig. Wahrscheinlich hätte Schweden ganz auf jegliche Maßnahmen verzichten sollen, hätte vielleicht nur sagen können: Leute, es ist wieder etwas im Anmarsch, das den Stärkegrad einer kräftigen Grippe hat. Schützt euch so, wie ihr euch schon immer bei kräftigen Grippe schützen sollte. Keine Hände geben, Hände waschen viel, aber auch nicht übertrieben viel, aber immer immer ein bisschen Abstand halten, damit man sich nicht ansteckt und so weiter. Ja, das hätte wahrscheinlich in Schweden ausgereicht und dann wären wahrscheinlich die Zahlen auch nicht anders, denn in Schweden hatte, wie gesagt, das Virus völlig freie Bahn. Über die Schulkinder hatte es völlig freie Ausbreitungswege zu den Eltern, zu den Lehrern und damit zum Rest der Gesellschaft. Ja. So, das war jetzt die aktualisierte Schwedenrechnung. Und entscheidend ist eben auch noch, dass in Schweden und Weißrussland kaum, also nicht mehr als zwei Zeugen gefunden wurde, die irgendwie sagten, in meinem Bekanntenkreis wird dieses Jahr mehr gestorben als in den Vorjahren sonst. Ja. Ja. Schluck Wasser. Ja. Ja, jetzt stellen wir eine Hypothese auf. Berühren jetzt schon mal ein bisschen das Thema Tagesthemen. Wo sind die Tagesthemen hier? Richard David Precht hat sich positiv geäußert zum bedingungslosen Grundeinkommen. Und Christian Felber eben hat die Gemeinwohlökonomie vertreten. Und die Frage ist jetzt, die wissenschaftliche Frage ist ja jetzt sozusagen, würden diese Konzepte
Europa nutzen, also Europa oder Deutschland nutzen, oder würden Sie es zerstören? Und dann untersuchen wir das doch jetzt mal naturwissenschaftlich, ja? Ich fange an mit Richard David Brecht. Also die Frage ist auch die interessante. Gehört das, was Richard David Brecht da formuliert und Christian Felber formuliert, eher in die Kategorie der eher offeneren Linken wie Noam Chomsky und Rainer Mausfeld? Oder nicht, sozusagen? Ja, die Noam Chomsky und Rainer Mausfeld sind ja sehr, sehr linkslastig in ihren Äußerungen. Und die Frage ist, wie weit sind da von Richard David Brecht und Christian Felber tatsächlich entfernt oder in Wirklichkeit vielleicht gar nicht? Ja, schauen wir es uns an. Also, der größte Irrtum der Menschheit, der in der Menschheit vorliegt, ist der Irrtum, dass alle Menschen gleich seien, dass alle Menschen Genies seien. Und ja, und man könnte es die Vorstellung der Gleichheit bezeichnen. Nun ist aber nachgewiesenermaßen naturwissenschaftlich absolut bewiesen, die Evolution, unser genetisches Material, unsere DNS, DNA, unser Genom und so weiter, alles sind grundsätzlich Erzeuger von Ungleichheit. Ja? Das heißt, die Evolution produziert immer, wenn zwei Eltern hier durchschnittlich große Gehirne haben, wird immer das eine Kind wird ein bisschen kleineres Gehirnvolumen haben, niedrigeres, und das andere ein bisschen größeres Gehirnvolumen. Und so produziert die Evolution Ungleichheit. Angeblich haben die schwanken heute die Erwachsenengehirne zwischen 900 Milliliter und 2 Milliliter und kreisen um den Durchschnittswert von nur noch 1350 Milliliter, weil angeblich haben wir vor ca. 40.000, 30.000 Jahren mal ein Gehirnvolumen von 1500 Milliliter gehabt. Wir sind also schon mal 150 Milliliter weniger intelligent geworden, sozusagen. Ja, dann muss ich vielleicht noch kurz erwähnen, dass Naturwissenschaft und Biologie immer Ökonomie ist, ja? Warum behaupte ich jetzt also etwas, was ja wahrscheinlich jetzt wieder die Gleichheitsgläubigen bestreiten würden? Die würden ja jetzt sagen, nein, also diese Unterschiede im Gehirnvolumen sagen ja gar nichts aus, ja? Aber sie vergessen dabei, dass Biologie immer auch Ökonomie ist. In der Evolution geht es immer um Ökonomiefragen. Ja, also wenn jetzt jemand in der Normalverteilung ein sehr großes Gehirn hätte, also sagen wir ein 2-Liter Gehirnvolumen, dann trägt er auch ungefähr 2 Kilogramm Hirnmasse mit sich. Wenn daraus keine clevere Schutztaktik oder Fluchttaktik resultieren würde vor Raubtierhorden sozusagen, machen wir es ein bisschen realistischer. Die Menschen waren Beute, als sie so circa, ja, sagen wir mal, Größenordnung 500 Milliliter Gehirnvolumen, Durchschnittswert. Da hatten die Menschen sicherlich noch, waren sie Beute von Raubtieren. Ja? Also kam es darauf an, wenn schon ein Gehirn größeres Volumen hatte, also zum Beispiel jetzt hier ein 700 Milliliter Gehirn, dann ist es 200 Gramm schwerer, der Organismus, schwerer und damit langsamer in seiner Fluchtgeschwindigkeit als der Durchschnittswert. Und wenn jetzt dieses Gehirn einfach nur mehr Volumen hätte, aber keine
größere Intelligenz des Schutzes vor Raubtieren mit sich gebracht hätte. Auch keine bessere Fluchttaktik wie bestimmte Schutzräume oder bestimmte Klettertechniken auf Fluchtbäume oder was auch immer. Wenn also diese 200 Milliliter mehr Gehirnvolumen für nichts gut gewesen wären, sondern nur Ballast gewesen wären, dann wäre es so, wenn wir das jetzt über Tausende von Individuen rechnen, wäre es so, dass die mit dem 500 Milliliter Gehirnvolumen ja quasi genauso schnell und gut geflüchtet wären vor den Raubtieren wie die mit den 700 Millilitern Gehirn. Dann wären natürlich die mit der langsameren Fluchtgeschwindigkeit sozusagen mit den 700 Millilitern sozusagen, die hätten insgesamt eine langsamere Fluchtgeschwindigkeit gehabt und wären dann von den Raubtieren häufiger gefressen worden und wären dann ausgestorben, sozusagen. Und am Ende wären dann die mit den 500 Millilitern Gehirnvolumen übrig geblieben, weil sie ökonomischer sind, sparsamer sind, sozusagen. Und so ist die Evolution ein zuverlässiger Selektionsfilter. Alles, was sich aufbläht, aber keinen Nutzen hat, der dem gegenüber steht sozusagen, das stirbt aus. Also eine Kuh, die plötzlich ein riesiges Gehirn, stellen wir uns vor, das wäre hier die Durchschnittskuh, das Gehirnvolumen einer Durchschnittskuh, weiß nicht wie groß, aber sagen wir mal, das wären großes Tier, sagen wir mal 2 Liter oder sagen wir 1,5 Liter Gehirnvolumen, ne? So, und jetzt wird eine Kuh geboren, jetzt über viele Mutationen, aber nehmen wir mal an, es wäre eine sehr plötzliche genetische Veränderung, was nicht sehr wahrscheinlich ist, aber da würde ein Baby geboren werden, also ein Kalb geboren worden, das im Erwachsenenalter dann plötzlich 2 Liter Gehirnvolumen hat. Jetzt braucht dieses riesige Gehirn riesig viel Energie und Nahrung, aber die Kuh hat nur Hufe und das Maul und die Hörner. Und damit kann sie nicht beliebig ihre aufgenommene Ernährung vergrößern. Sie kann nicht plötzlich wie der Mensch oder Frühmenschen mit den Händen irgendwie manipulieren mit Steinmessern und Steinhämmern und kann dadurch, die Kuh kann das nicht, sich dadurch Zusatznahrung zu verschaffen, die dieses große Gehirn ernähren würde. Also würde diese Kuh mit dem großen Gehirn verhungern, weil eben Biologie die Evolution ist quasi grausame Ökonomie. Sie filtert alles weg, was unökonomisch ist. Also ein nutzlos großes Gehirn, dem nicht neuere zusätzliche Nahrungsquellen dadurch eröffnet werden, sozusagen, stirbt zwangsläufig aus und die Kuh sozusagen kann auch nicht mehr als durch die Gegend laufen und ihre Laufgeschwindigkeit ist ja auch nicht drastisch vergrößert, also so, dass sie auch nicht mehr Futter zu sich nehmen kann als die Kühe mit den kleineren Gehirnen. Also sterben automatisch die mit dem nutzlosen größeren Gehirn aus und sterben aus und übrig bleiben wieder die Kühe mit den kleineren Gehirnen. Ne? Und so ist also Evolution immer auch eine ökonomische Geschichte und Biologie ist immer eine ganz strikte Ökonomie, also eine Wirtschaftswissenschaft und zwar eine Energiehaushaltswirtschaftswissenschaft. Ne? Schluck Wasser. Ja, und jetzt gucken wir uns an, was mit dem bedingungslosen Grundeinkommen passieren würde. Also, es ist also naturwissenschaftlich bewiesen, dass es sehr intelligente Menschen mit großen Gehirnen gibt und sehr wenig intelligente Menschen mit sehr kleinen Gehirnen im Durchschnitt gibt. Immer kleine Schwankungen, die Korrelation ist nie eins, aber ungefähr so stimmt das naturwissenschaftlich. Und ist das auch längst bewiesen, ne? In den naturwissenschaftlichen Teilen der Psychologie zum Beispiel, der Intelligenzforschung, soweit sie naturwissenschaftlich ist, ne? Und das bedeutet jetzt also, dass wenn ich jetzt
1500 Euro im Monat bedingungsloses Grundeinkommen einführe, dann wird das unendlich viele Menschen nach Deutschland locken, sozusagen. Denn 1500 Euro für nichts ist mehr als die meisten Menschen dieser Erde jemals werden verdienen können, sozusagen. Also wird sich ein Riesenstrom versuchen, mit allen Tricks nach Deutschland oder Europa zu kommen. Und dann werden diese natürlich so viel Kinder wie möglich in die Welt setzen. Und aus der gesamten Welt werden eben diejenigen, die in ihrer Heimat mehr als 1500 Euro im Monat verdienen, ohne sich quälen zu müssen, also die Leute, die vielleicht ohne, dass es sie besonders anstrengt, 3000 im Monat, 5000 im Monat im Rest der Welt ziehen, für die wird das nicht attraktiv sein, nach Deutschland zu kommen. Es werden also immer die beruflich niedrig Qualifizierten, die mit größerer Wahrscheinlichkeit auch kleinere Gehirne und niedrigere Intelligenzquotienten haben, die werden sich in riesigen Zügen, würden die versuchen, sich nach Europa, nach Deutschland aufzumachen. Und das bedeutet also, und dann würden die viele Kinder bekommen, würden dann ihr Monatseinkommen, schon nach drei Kindern hätte die Mutter dann ein Monatseinkommen von 6.000 Euro netto. Das ist doch ganz ordentlich. Und mit 10 Kindern hätte sie schon 16.500 Monatseinkommen, ja. Und das ohne in der Lage zu sein, auch nur irgendwie einen volkswirtschaftlichen Nutzen für Deutschland bringen zu können. Und die Kinder werden mit statistischer Wahrscheinlichkeit auch eher wahrscheinlich höchstens, wenn sie überhaupt berufstätig werden können, wenn dann im extrem niedrig qualifizierten Bereich beruflich tätig werden und werden deswegen kaum einen volkswirtschaftlichen Nutzen entfalten können. Also das heißt, die These muss eigentlich dann genau umgedreht sein. Wir müssen also statt eines bedingungslosen Grundeinkommens muss Hartz IV so niedrig gesenkt werden, dass man eine gesunde Ernährung, wie sie die Next Scientists for Future in jeder Sendung ja auch vormachen könnten. Wir haben ja Sendungen auch gemacht, wo das alles genau geschildert wird, wo sie dann, was weiß ich, mit einem Hartz IV von vielleicht 200 Euro, 220 Euro oder so, also problemlos sich sehr gesund ernähren können. Telefon und Internet bezahlen können sozusagen und damit haben sie ja dann auch Fernsehen und so öffentlich-rechtliches Fernsehen und so weiter. Ja, und alles inklusive und dann noch der Strom sparen würde natürlich dann sich lohnen. Also sagen wir mal so Größenordnung 200, 200, also ja, 220, 230 Euro im Moment. Darüber kann man ja noch mal nachdenken. Also, und dann müsste es aber so sein, dass es für Kinder keinerlei Zuschlag geben dürfte. Es dürfte also kein eigenes Hartz IV für Kinder geben, damit eben nicht die Motivation besteht, möglichst viele Kinder zu bekommen, um dann sozusagen damit die Mutter dann ein maximales Monatsgehalt bekommt in die eigene Hand und sozusagen dadurch dann Fehlanreize gesetzt würden. Es muss eher so sein, dass von den 220 Euro die Mutter eben die Babys eben stillen muss und so weiter. Und das würde dann dazu führen, dass es zu sinnvollen Entscheidungen käme. Also ich habe ja schon angedeutet, dass es sinnvoll wäre, dass wir den Müttern nicht die Erlaubnis geben, Kinder abzutreiben, weil das auch die Gesundheit
der Frauen schwer schädigen kann, genauso wie die Pille und so weiter, wobei das jede Frau tun darf. Also Freiheitsrechte über alles, ne? Jede Frau darf das alles tun. Sie darf sich mit Chemikalien vollstopfen, wie der Pille und so weiter, mit all den gesundheitlichen Risiken, die damit verbunden sind. Zuletzt war ja in der Diskussion, dass die Thrombose-toten Frauen durch Antibabypillen und so weiter, Hirnschlag, Herzinfarkt und so weiter, durch die Antibabypillen, das war ja in der Diskussion der öffentlich-rechtlichen Medien gewesen. Aber die dürfen das alles, die dürfen auch die Babys abtreiben, aber sie kriegen ein neues Freiheitsrecht. Und das neue Freiheitsrecht heißt nicht der Emanzipationsspruch, mein Bauch gehört mir, sondern sogar, wir gehen weiter, mein Neugeborenes gehört mir, weil in der Natur Mütter eine Zeit lang immer die Entscheidungsmöglichkeit hatten, ob sie ein Kind annehmen oder ob es sozusagen, ich mache ja immer das Beispiel von einem Morphium-Massageöl oder so, also ein milder Weg des ganz glückseligen Einschlafens des Babys, wenn es eben nicht passt. Ja, wenn dann eine Mutter schon vielleicht ein Kind hat und dafür reichen die 220 Euro noch problemlos, aber wenn sie dann ein zweites hätte oder sowas, wäre es dann doch schon schwierig. Und dann entscheidet sie sich eben vernünftigerweise eben dafür, dass dieses Kind eben einschlafen darf, weil es nicht passt sozusagen. Und wenn wir das auch in der dritten Welt machen, ich habe gestern wieder Leute gesehen, die diese Abzocke betreiben, die daraus besteht, dass sie hingehen und sagen, wir retten in Afrika hungernde Menschen, ja, sozusagen. Was passiert dabei? Eine Mutter, die sowieso nicht in der Lage ist, ihr Baby zu ernähren, kriegt jetzt also schlimmstenfalls, wenn überhaupt was ankommt, wenn das nicht nur beim Geschäftsführer die ganzen Gelder landen und dann in dunkle Kanäle versickern und so weiter und damit nicht nur die Leute abgezockt werden mit der Illusion. Nehmen wir mal an, es käme wirklich was bei den Armen an, dann würde es aber faktisch Schäden anrichten, weil dann die Mutter, die quasi deren Baby gerade am Verhungern ist, die also gerade mal so viel Essen hat, dass sie vielleicht gerade selber nicht verhungert, ja, und aber zu wenig für das Baby hat und das Baby ist am Verhungern. Dann schenken wir jetzt hier aus der ersten Welt diesem Baby also Geld, sodass der Mutter Geld, sodass die das Baby ernähren kann. Dadurch wird das Baby groß, wird eine junge Frau und fängt an, selber Kinder zu produzieren. Aber da sie wieder auch nur in der Lage ist, gerade mal so eben durch berufliche Tätigkeit sich selber zu ernähren, werden die Kinder wieder hungern. Das heißt, wir haben kein Problem gelöst, sondern wir schaffen ständig neue Probleme und verlängern Leiden. Denn jetzt leidet also nicht nur das Kind, also das Baby musste unter Hunger leiden, sondern jetzt leidet auch noch, jetzt haben wir dann dieses hungerleidende Baby vor dem Hunger geschützt und das wurde eine junge Frau. Und jetzt leidet aber deren Baby auch wieder an Hunger. Das heißt, wir verlängern eigentlich nur das Leiden der Menschheit immer weiter, anstatt zu sagen, dass diese Mutter sich entscheiden darf, ob sie das Baby überhaupt annimmt. Und dazu müssen wir aber hingehen und sagen, wir geben für Baby nichts. Wir helfen jedem Erwachsenen, dass er gerade so ausreichend Essen hat für sich selber. Aber das darf auf keinen Fall für ein Kind langen. Und dann werden sich die Mütter mit den durchschnittlich kleinsten Gehirnen, mit der geringsten Intelligenz, mit der geringsten beruflichen Leistungsfähigkeit, auch in der dritten Welt, alle entscheiden, nicht nur in Deutschland, in Europa, sondern auch in der dritten Welt entscheiden gegen die Annahme der Babys. Ne? Und dann haben wir das Hungerproblem auf Dauer und weltweit gelöst. Und ich wüsste nicht, wie es naturwissenschaftlich anders jemals funktionieren sollte. Ja? Also bitte in die Kommentare Hinweise, wie könnte man das Überbevölkerungsproblem mit hungernden Kindern, deren Mütter nicht in der Lage sind, beruflich mehr zu verdienen als ihren eigenen Nahrungsbedarf, wie könnte man das Problem lösen? Also ich sehe als naturwissenschaftlicher Denker im Moment keine andere Lösung, als so vorzugehen.
Aber das Resümee lautet, dass damit Richard David Precht mit seinem 1500 € monatlichen Grundeinkommen, wahrscheinlich eben auch für jedes Baby nochmal 1500 €, dass er damit Europa und Deutschland grundsätzlich zerstören würde. Ja? Und genauso jetzt Christian Felber, zum Beispiel spricht er wieder über 20 Stunden pro Tag arbeiten, globale Gerechtigkeit, also das wäre wieder, wir müssen abgeben und müssen Rücksicht nehmen, also müssen uns einschränken, damit die dritte Welt, dass der dritten Welt gut geht. Und 20 Stunden Arbeit pro Woche und gleicher Lohn, das bedeutet, dass die Unternehmer quasi einen doppelt so hohen Stundenlohn bezahlen müssten. Wenn sie bisher, was weiß ich, 15 € pro Stunde bezahlt haben, müssten sie ja dann pro Stunde 30 € pro Stunde netto letztendlich zahlen, weil wenn die Leute nur noch 20 Stunden die Woche arbeiten statt 40, dann müssten sie ja, und das bei gleichem Gehalt, also bei vollem Lohnausgleich, dann müssten ja die Unternehmer doppelt so viel pro Stunde bezahlen. Nun sind aber die Leistungen der Arbeitnehmer nicht doppelt so viel wert und in dem weltweiten Wettbewerb würden diese Unternehmer alle völlig pleite gehen. Und bevor sie völlig pleite gehen, würden sie Deutschland alle verlassen und würden alle ihre Arbeitsplätze mitnehmen und ihre Entwicklerteams mitnehmen und so weiter. Und dann wäre Deutschland und Europa ein völlig verarmtes Land und Kontinent. Ja, außerdem mit der globalen Gerechtigkeit, also da spielt ja dann auch eine Rolle, wenn wir das hier, das ist hier eigentlich eine Kugel, Sie sehen nur nicht ganz die Kugel, aber wenn Sie sich mal vorstellen, das ist die Erdkugel, ja, dann hatten wir sozusagen, wir Europäer haben noch vor kurzem einen Völkermord begangen, indem wir rübergegangen sind nach USA und die Indianer und Indios im Rahmen eines Völkermordes abgeschlachtet haben. Eines Genozides sozusagen. Ja? Und dann das Ganze besetzt haben. Und da wir das aber natürlich nicht wahrhaben wollen, dass wir Völkermörder sind, ja, und vor kurzem noch waren und nicht nur Hitler ein Völkermörder war, sondern wir das schon lange vorher waren, dann fehlt natürlich auch die Vorstellung bei sehr linken Leuten, dass es uns mal genauso gehen könnte wie den Indianern und den Indios. Dabei kann das jederzeit passieren, solange noch irgendein Staat der Erde sozusagen kapitalistisch ist und damit kriegslüstern, angriffslustig und so weiter, ja. So, und damit kommen wir jetzt auf Bodo Schiffmann mal kurz zu sprechen. Wo ist er? Ja, hier. Er spricht darüber, er erläutert, also es gibt ja so Leute, die so sagen, ach da, die Bösen der Erde planen eine Weltregierung und so weiter und das ist dann ganz böse für uns und ganz schlecht und ganz schädlich und so weiter, ja. Und davon distanziert sich selbstverständlich Bodo Schiffmann. Bodo Schiffmann hat das Gleiche im Kopf, was ich auch als Kind im Kopf hatte, dass es doch irgendwie gut wäre, wenn wir Frieden auf der Erde schaffen würden durch eine Weltregierung, also sozusagen, dass wir erstmal jetzt die United States of Northern Europe schaffen, mit Englisch als Sprache und dann irgendwie die United States of Europe und so weiter und dann mit den United States of America fusionieren und so weiter und so dann immer mehr Frieden herrscht. Aber das war ein kindlicher Denkfehler auch von mir, dass das so allzu gut sei, ja? Denn ich vermute, dass wir gar keine Staaten brauchen, also auch keinen eine Weltstaat, ja, weil wir das vielleicht alles nicht brauchen. Ja, weil dieses Bild des Raumschiffs Enterprises und des potenziellen Krieges mit anderen Planeten sozusagen,
dass das hoffentlich ja noch lange Zeit überhaupt keine Rolle spielen wird und also wir jetzt also sozusagen da nicht als die Vereinigten Staaten der Erde, United States of Earth, das wäre auch USE sozusagen, oder World, USW, ja, dann hätten wir, ich hoffe, dass wir das in absehbarer Zeit nicht brauchen werden. Dass es noch lange Zeit vergeht, bis dann wirklich Kontakte zwischen verschiedenen Planeten möglich sind, und so weiter. Und bis dahin ist es eher so, dass naturwissenschaftlich vieles dafür spricht, dass wir eher alle Staaten auflösen sollten. Dass wir also das Zwischenstadium bedeuten würde, dass alle Staaten die soziale Marktwirtschaft bzw. den Kapitalismus beenden, nach und nach dem Vorbild, ja, also wie gesagt, Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten, Wirtschaftswunderdaten und andere Steuerelemente-Daten sozusagen, das bringt uns die neue Gesellschaftsform, ja, und das bedeutet dann, dass wir sozusagen letztendlich dann auch die Staatsgrenzen auflösen können, weil was machen nämlich dann Menschen, wenn sie nicht mehr geschädigt werden? Ja, wenn Menschen also, ich mache nur mal hier das eine Beispiel, hier, was macht unter Rahmenbedingungen von Markt- und Arbeitsteilung in der ungelenkten Form? Hier haben wir den Früharzt und Frühhändler. Und er sagt, ganz toll, dass ihr alle so in liebevollen Kommunen lebt und niemand einsam ist und damit die Haupttodesursache Einsamkeit keine Rolle spielt, ja, die hinter ganz vielen anderen Todesursachen steckt und so weiter. Ja, und es ist doch toll, dass ihr alle euch so lieb habt und so weiter und ja, und dass die Männer alles den Frauen und Kindern schenken, was sie finden und so weiter und erwirtschaften, erfinden und so weiter. Ja, und dann kommt irgendwann zwangsläufig der sich irrende Früharzt und Frühhändler und der sagt, ach nein, ist das eklig, euer Geschmuse und diese Kommunen, diese Gruppenehen und diese Kommunen, na, diese offenen Kommunenehen sozusagen, diese offenen Gruppenehen, auch noch offen zu den Nachbargruppen und Kommunen, eklig, widerwärtig, unkeusch, unmoralisch, hört auf damit und so weiter. Alles gehört verboten, außer in einer monogamen Zwangsehe und da ist dann alles verboten, jede Form der Liebe außerhalb dieser Zwangsehe muss verboten werden und so weiter, ja? Und das erweist sich eben als ein gewinnbringender Irrtum, weil dann die Leute eben ihre Liebesleben unterdrücken, dadurch konsumsüchtig, kaufsüchtig, esssüchtig, shoppingsüchtig werden und so weiter. Dadurch profitiert dieser Händler enorm, kann hier zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren und wird der Vorfahre von Aldi, Lidl und Rewe und so weiter, ne? Und Alnatura und wie sie alle heißen. Und das zeigt also, dass wir unter Bedingungen von sozialer Marktwirtschaft total unglückliche Menschen erzeugen, die in monogamen Gefängnissen gefangen sind, sozusagen. Wenn das allerdings durch die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten und so weiter, wenn das alles aufhört und die Menschen alle wieder glücklich werden dürfen und Glück suchen dürfen, dann fangen sie vielleicht an, wieder sozusagen wie so zu leben, wie die Bonobos in ihrem Bonobo-Kommunismus leben, denn denen scheinen wir am ehesten genetisch verwandt zu sein. Sozusagen wir, der zweite felllose Bonobo mit dem größeren Gehirn, ne? Und den freien Händen und der daraus entstandenen Hightech-Evolution sozusagen, weil unsere Hände gar nicht mehr zum Klettern geeignet sein mussten, sondern für die Entwicklung von differenzierter Technik spezialisiert werden konnten. Ne? So, und dann würden die Leute ja wieder in Kommunen leben, in liebevollen Nachbarkommunen. Dann würden auch wahrscheinlich, weil dann sich zeigen würde, irgendwie funktioniert das ja alles nicht, wenn man Parallelgesellschaften hat, dann würde sozusagen die Empfehlung wieder gelten, sozusagen, und man könnte das ja auch mit
wir würden ja ein Wirtschaftswunder einmal kriegen, ja, von bis zu 500 Milliarden Euro jedes Jahr kriegen wir ja ein Wirtschaftswunder, ne? Und dann haben wir hier, ach so, ich darf da nicht hingehen, das ist der Fehler. Wo sind wir? Ah, da sind wir. Da müssen wir wieder zurück. Hier. Wenn wir das nochmal als Erdkugel verstehen, dann ist es ja so, dass immer die kleinen Unterschiede innerhalb der Art Homo sapiens sind genetisch ja darauf zurückzuführen, dass es sich um winzige, kleine, aber durchaus nennenswerte Teilanpassungen an unterschiedliche Sonneneinstrahlungen, an unterschiedliche sonstige Rahmenbedingungen handelt. Außerdem gibt es genetische Auseinanderentwicklung, weil es dann eben sozusagen hier mögen bestimmte Mutationen vorkommen, die dann zu Teilanpassung führen. Hier unten wiederum andere Mutationen, die zu Teilanpassung führen. Also was weit entfernt ist, steht ja nicht in genetischem Austausch miteinander. Also hier könnten sich wieder andere genetische Unterschiede aufhäufen. Und verglichen mit denen hier, sodass dann also ein kunterbuntes kleine Unterschiedlichkeiten genetisch sind, je nachdem, auf welchem Punkt der Erdkugel man lebt, sozusagen. Ja? Und darauf ist man auch angepasst und maximale Gesundheit kann man auch nur dort erreichen, wo man auch genetisch angepasst ist. Und das würde dann dazu führen, dass wir überall Remigrationen hätten, dass also alle Leute wollen ja dann maximal gesund leben, und würden wieder in die Regionen. Und wenn sie dann noch eine finanzielle Starthilfe von Deutschland oder Europa bekämen, würden wahrscheinlich alle Parallelgesellschaften gerne wieder zurückwandern, dorthin, wo es ihnen am besten geht auf der Erde sozusagen, ja? Wofür sie genetisch am besten angepasst sind in diesen kleinen Teilanpassungen, ja? Und ja, und das würde dazu führen, dass wir also dann wieder bei Bonobos ist es nämlich so, dass die alle unheimlich nah verwandt sind miteinander, denn hier alle männlichen Mitglieder bleiben ja in dieser Kommune, die Töchter wandern ab hier, gehen dahin, 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 und dort kriegen sie die Enkelkinder dieser Gruppe sozusagen. Und dann besucht man sich, und dann kennt man sich und so weiter. Dann hat man auch keinen Sex mit den Enkeltöchtern sozusagen, sondern nur mit denen, die nicht die eigenen Enkeltöchter sind und so weiter. Und so ist dann eine ungeheure Gleichförmigkeit. Und jetzt wüsste ich nicht, ob solch ein System, ein solches Glückssystem und Gesundheits- und Glückssystem der Homogenität wirklich Parallelgesellschaften vertragen würde. Da wäre ich unsicher, ne? Ob das funktionieren würde. Ja, denn diese Friedlichkeit und dieses Liebevolle wissen wir, dass es dann funktioniert, wenn ganz große genetische Homogenität ist. Vor allem auch zum Beispiel, wenn jetzt hier irgendwie keine große genetische Homogenität herrscht, dann passiert nämlich evolutionsbiologisch Folgendes. Die Männer können dann hier zum Beispiel erkennen, welches Kind nicht von ihnen sein kann, weil es eine andere Hautfarbe hat zum Beispiel. Und dadurch funktioniert das fürsorgliche Verhalten dieses Mannes gegenüber dem Kind nicht, sondern es entwickelt sich eher die Stiefvater-Tendenz, nämlich dass eben Männer, die wissen in der Evolution, dass ein Kind nicht von ihnen sein kann, tendenziell dazu neigen, dieses Kind zu töten. Ja, weil es ja ein genetischer Konkurrent seiner eigenen Kinder ist und letztendlich für sie keine Fortpflanzungsgewinn oder keinen Fortpflanzungsgewinn oder keine Fortpflanzungschance darstellt, sondern nur einen Störfaktor. Und deswegen stellt man ja dann fest, dass alle großen Säugetiere eine Tendenz haben, Kinder zu töten, von denen sie sicher sein können, dass es nicht ihre genetisch eigenen Kinder sind. Schluck Wasser. Bei Bären finden wir das, bei Löwen und so weiter. Und bei Affen haben wir solche Tendenzen natürlich auch, ja? Sofern sie eben nicht, ja, also wenn
Wenn ein Kind so aussieht, als könnte es mein Kind sein, muss ich es im Bonobo-Kommunismus auch als Kind behandeln, und zwar fürsorglich, liebevoll. Wenn ich aber erkenne, dass ein Kind nicht mein Kind sein kann, warum soll ich es dann nicht töten? Ja, das ist die evolutionsbiologische Logik, die ja auch in unserer Art vorhanden ist. Ja, und deswegen, ja, also, und dann außerdem die Grundthese, vielleicht reicht die Liebesfähigkeit, die Fähigkeit zur Nächstenliebe generell der Deutschen und der Europäer und aller anderen Menschen immer nur in den Umkreis, also so weit, und vielleicht machen wir noch mal ein, zwei größere Kreise drumrum. Also noch mal ein, zwei ordnen wir doch mal um das hier herum noch mal zwei Kommunenkreise herum. Und ich glaube, viel weiter reicht die Liebesfähigkeit, die Nächstenliebefähigkeit des Homo sapiens genetisch einfach nicht aus. Und jetzt ständig sozusagen von den Menschen zu verlangen, die ganze Welt retten zu wollen, immer sofort, und sich um die ganze Welt kümmern zu sollen, wie das Christian Felber ja sozusagen mit der globalen Gerechtigkeit und so weiter anspricht. Ich glaube, das ist eine Überforderung, wo einfach die Masse der Menschen niemals mitziehen wird, weil sie so nicht empfinden, sondern das ist ja ein Privileg der Linksextremen und der Linken sozusagen, dass die immer alle Welt und jeden Menschen auch am Ende der Welt immer retten wollen, ne? Und ich glaube, dafür wird es auch nie eine gesellschaftliche Mehrheit geben, weil ein Großteil der Menschen solch eine hohe Moralität einfach nicht und vielleicht auch niemals aufbringen wird, ne? So. Ja. Ja, und insofern ist dann natürlich die Frage, ob nicht in der sozusagen in der Gemeinwohlökonomie nicht eigentlich auch ein versteckter Kampf gegen die Reichen und Fähigen drinsteckt. Denn auch die Gemeinwohlökonomie hat ja irgendwie eine gewisse Antipathie gegen die Reichen und Fähigen, deren die Unternehmensgröße soll beschränkt werden, die maximale Höhe des Gehaltes soll beschränkt werden, das Vermögen soll beschränkt werden, die Erbschaftsübergabe soll beschränkt werden. Alles Gründe, sozusagen, ja, ist am Ende nicht auch die Hypothese, müssen wir jetzt aufstellen, die muss natürlich wissenschaftlich geprüft werden, ist nicht die Gemeinwohlökonomie so genauso wie das bedingungslose Grundeinkommen eines Herrn Brecht, ist das nicht letztendlich auch nur der linke Aufstand der eher weniger Fähigen gegen die Fähigeren sozusagen? Ist das nicht auch sozusagen, ist nicht die Gemeinwohlökonomie und der Herr Brecht mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, ist nicht das bedingungslose Grundeinkommen und die Gemeinwohlökonomie, sind die nicht beide nur eine Tarnkappenvariante, wie ein Tarnkappenbomber sozusagen, der alten, uralten, linksradikalen Ablehnung von Reichen und Fähigen sozusagen und Eliten und so weiter? Und ist das nicht in Wirklichkeit das Gleiche, nur weil ja eben die Gesellschaft eine, ja, allergisch ist gegen den Pseudokommunismus, den Pseudosozialismus und die Pseudoplanwirtschaft eines Stalins oder eines Honeckers und so weiter, und man damit keinen Staat mehr machen kann, musste man da einfach nicht eine Tarnkappe aufsetzen und das jetzt eben Gemeinwohlökonomie nennen und bedingungsloses Grundeinkommen. Aber in Wirklichkeit macht das das Gleiche. Diese Hypothese sollte man also mal diskutieren und prüfen sozusagen, ja. Ja, dann haben wir, ja, bei Christian Felber, der äußert sich wieder also kritisch gegenüber der Rüstungsindustrie, die würde also dann steuerlich extrem benachteiligt werden, würde auch keine Aufträge bekommen und so weiter in der Gemeinwohlökonomie, wäre also wirtschaftlich stark benachteiligt. Dabei, Schluck Wasser. Dabei haben wir doch sozusagen, wenn wir uns noch mal klar machen,
dass wir hier auf der Erde den weltweiten Kapitalismus, die weltweite soziale Marktwirtschaft haben sozusagen. Und damit hier, wir Europäer haben da den Riesen, den letzten Risiken. Der Hitler war auch schon ein großer Völkermord sozusagen, aber der größte Völkermord war unser Völkermord an den nordamerikanischen Indianern und Inios, den eigentlichen Eigentümern von Amerika, ne? Und unser Genozid oder Völkermord sozusagen, der kann auch auf uns zurückfallen. Es kann auch sein, dass Europa dann das Opfer des nächsten Völkermordes wird, ja? Und deswegen müssen wir auch noch eben wahrscheinlich, können wir nicht runtergehen, jetzt schon runtergehen auf 20 Stunden Woche oder noch weniger. Ja, es gibt ja die These, dass Menschen circa 3 Stunden am Tag brauchen eigentlich, um ihren Lebensunterhalt herzustellen unter Naturbedingungen. Ja, aber wenn potenziell andere Staaten 10 Stunden am Tag arbeiten und eine Hightech-Rüstung entwickeln, mit der sie uns Europäer erobern können, ja, dann müssen wir eventuell auch eher 10 Stunden am Tag arbeiten, um dem etwas Defensives entgegensetzen zu können, um nicht Opfer eines Völkermordes zum Beispiel durch die Chinesen zu werden oder durch Inder oder was auch immer. Ja, also das heißt, also ob wir, also erstens uns runterzufahren auf 20 Stunden, obwohl wir bedroht werden von Staaten, potenziell, denn es gibt immer ein Argument für einen Völkermord, ne? Also wir Europäer hatten ja auch kein Problem, einen Vorwand zu finden, die Indianer und die Indios abzuschlachten, und genauso wird irgendwann Indien, China oder was auch immer auch kein, oder USA kein, nicht verlegen sein, um darum einen Vorwand zu finden, jetzt mal die Europäer abzuschlachten, ja? Und deswegen ist es nicht sehr empfehlenswert, gleich sich erstens technisch extrem schwach zu machen mit 20 Stunden Arbeit in der Woche. Das wäre zu früh aus meiner Sicht, ja. Das können wir machen, wenn der letzte Staat der Erde auch pazifistisch geworden ist, ja. Aber das ist noch nicht der Fall, ne? Also das wäre zu früh. Ja, also das würde bedeuten, wir sollten jetzt noch unsere Rüstungsindustrie eher liebevoll behandeln und da Defensivrüstungswege, Hightech weiterentwickeln und so weiter, und noch auf keinen Fall, wie Christian Felber, uns gegen unsere Rüstungsindustrie stellen, ja? Und außerdem sollten wir uns jetzt noch nicht so abwehrschwach machen, indem wir jetzt schon auf 20 Stunden Arbeitszeit pro Woche runtergehen, während eventuell in China 10 Stunden am Tag gearbeitet wird in der Rüstungsindustrie Chinas, ne? Und geforscht wird und entwickelt wird an Angriffswaffen und so weiter. Ja? Also ja, von daher halte ich das, wie gesagt, mein Resümee, die Hypothese, die wir prüfen sollten, Felber und Precht, ist das in Wirklichkeit sehr ähnlich zu Rainer Mausfeld und Noam Chomsky? Handelt es sich da in Wirklichkeit um Tarnkappen-Linksradikalität, die Europa zentral zerstören könnte? Fragezeichen. Und handelt es sich um einen Großangriff der Linksradikalität mit dem Tarnkappen-Bombern Precht? Bedingungsloses Grundeinkommen, ja, und Gemeinwohlökonomie. Mögen deswegen die Fridays for Future die Gemeinwohlökonomie so gerne und unsere gemeinwohlorientierte Wirtschaft mit Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und Wirtschaftswunderdaten so wenig, dass sie dafür bereit sind, auf den von uns angebotenen Kohlestopp 26 zu verzichten, weil da auch den Fridays for Future nicht genügend Hass auf die Fähigen, auf die Eliten und die Reichen drinsteckt in unserem Konzept. Das sind so Dinge, die geprüft werden müssten, ne? Was meinen Sie dazu? Bitte sachlich in die Kommentare. Alles andere wird grundsätzlich gelöscht, dieses ganze
Diese ganzen kriminellen Beleidigungen und so weiter werden natürlich nur kurz überflogen. Löschknopf, fertig. Ne? So, denn wir haben immer das Gleiche. Wir haben immer eine Rate zwischen 3 und 5% an Beleidigern in den Kommentaren und die werden natürlich und in den Likes und so weiter und die werden natürlich völlig ignoriert. Denn warum sollten wir uns, also warum sollten quasi die besten Wissenschaftler der Erde sozusagen hier, warum sollten sie sich darum um die Beleidigungen und Dislikes dieser Menschen hier kümmern? Ja. Tun sie nicht. Ne? Das tun die Leute, die das am, die Löschkommandos sozusagen, die machen das innerhalb einer Sekunde und weg ist die Sache. Ne? So. Ja, dann haben wir noch mal hier. Also, Corona-Ausschuss. Es war sehr gut, dass da eine Dame, eine Wissenschaftlerin per Telefon zugeschaltet wurde und Dr. Wodak war live dabei vor dem Ausschuss und dann hat das kommentiert und nochmal nachbesprochen. Das gefällt mir sehr gut, denn weiß nicht, ob unsere vier Professoren, Doktoren, Experten, die wir also von den Next Scientists for Future zum Thema Corona haben, so unsere vierköpfige Truppe sozusagen, ob die wirklich alle Lust hätten, nach Berlin zu reisen. Ja, wir können das doch auch mit Bildtelefonie oder und mit Telefonie lösen, so wie jetzt vor dem Ausschuss. Das ist es, lässt mich hoffen, dass wir nicht nach Berlin reisen müssen dafür extra, ja? Ja. So, ich glaube, jetzt müssen wir nur noch, bei den Tagesthemen haben wir nur noch zwei übrig, nämlich Dr. Markus Krall. Ja, Dr. Markus Krall wäre ja überhaupt nicht in Gefahr, die Irrtümer zu gehen, die wir gerade von Precht und Felber und Chomsky und Mausfeld geschildert haben, sondern er würde ja sehr stark auf Wettbewerb, Leistung und hat auf keinen Fall, hat ja nicht keinerlei Feindlichkeit gegenüber Leistungsträgern, gegenüber Eliten, gegenüber den Unternehmern und so weiter. Und das ist schon mal sehr positiv bei Dr. Markus Krall anzumerken. Aber das Problem ist, dass er eben leider irgendwie nicht erkennen kann, also den Irrtum in sich trägt. Ja, dass eben Markt- und Arbeitsteilung, solange sie nicht gelenkt sind durch ein echt planwirtschaftliches Schutzdach, was überhaupt nichts mit der Pseudoplanwirtschaft, die wir bisher kennen, zu tun hat, für all die Schmalspurdenker. Und das bedeutet also jetzt, dass sozusagen Dr. Markus Krall total unterschätzt die Gefährlichkeit des freien Marktes und der freien Arbeitsteilung. Und das ist deswegen, bitte, lieber Dr. Markus Krall, beschäftigen Sie sich mit den Next Scientists for Future Inhalten und hoffentlich, oder kommen Sie in eine Talkshow und dann werden wir immer versuchen, Ihnen zu erklären, warum Markt nicht frei sein darf. Weil alle Schäden, die angerichtet sind auf der Erde, all die Kriege, beruhen alle auf dem freien Markt. Ja, und darüber sollten wir diskutieren. Ja, und dann haben wir noch zum Schluss KenFM und da ist so ein bisschen so eben das Problem, wieder dieses, ja, es könnte ja sein, dass Bill Gates böse Absichten hätte. Und so weiter und andere. Wie gesagt, lieber KenFM, das führt sozusagen zu keiner guten Verhandlungsmöglichkeit. Wir können nur mit den Politikkönigen, mit den Journalistenkönigen, mit den Unternehmerkönigen, mit den Milliardärskönigen, mit den Lobbyistenkönigen nur dann eine bessere Gesellschaft für uns alle erreichen, wenn wir mit ihnen, wenn wir ihnen nicht sozusagen
potenziell mit einem Vorschuss Misstrauen begegnen, sondern wenn wir erst einmal sagen, sie alle meinen es gut und wir müssen ihnen einfach mit der Wohlfühlstimme, mit den Gesundheitsdaten, den Langlebigkeitsdaten und den Wirtschaftswunderdaten und den anderen Steuerungselementen müssen ihnen eine bessere Zukunft skizzieren für sie und für uns alle zusammen. Eine viel glücklichere Menschheitszukunft, sowohl für die Milliardäre als auch für die Ärmsten der Erde und erstmal Deutschlands und Europas. Denn die Erde interessiert uns erst, die Erde muss teilweise auch für sich selber sorgen. Erstmal müssen wir uns um Europa und Deutschland kümmern und dann werden unsere Professoren und Professorinnen auch gerne bereit sein, den Rest der Welt zu einer Beendigung, zu einem Ausstieg aus der sozialen Marktwirtschaft zu helfen, sozusagen zu verhelfen. Ja, ja. So, das war es mit den heutigen Tagesthemen. Ja, ich würde sagen, bis bald, liebe Leute. Das war's mit der heutigen wissenschaftlichen Tagesschau heute, mit den darin eingeschlossenen Tagesthemen und dem Heute-Journal sozusagen. Tschüssi, bis bald wieder.